So, gegen Getafe geht's hier weiter. Ja, das erste Vorbereitungsspiel war ja nicht wirklich der große Hit, muss man sagen. Darum geht's ins zweite, jetzt sind dort hoffentlich besser. So, Getafe, spanischer Club, Erstligist. So wie Levante ungefähr schätze ich sie ein. Aber so wie gegen Levante will ich halt nicht spielen. Noch kein Tor in dieser Saison. Schon gemacht am Anfang von Gamarit. Schon gemacht von Willner. Williams. Ist draußen. Rabatte. Rabatte. So lange den Ball gehalten. Baker. Son. Und Kramaric. Kann jeder Top-Goalgetter und Assistgeber ist ja im ersten Spiel nur auf der Bank gesessen. Das wird in diesem Fall diesmal nicht passieren für Kramaric, dass er 90 Minuten die Chance hat, hier sich zu zeigen. Amir Saga bleibt am Boden liegen. Ja, und der hat sich verletzt. Bitte, 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 würde ich mal sagen. Ferreira wird ihn jetzt ersetzen. Amal. Der Neuzugang verletzt sich im ersten Vorbereitungsspiel. Entschuldigung, im zweiten Vorbereitungsspiel. Ist natürlich nicht so. Lustig. Ludwig. Noch immer Ludwig. Hey, hey.
So, Taylor. Ballverlust. Und 1-0 Getafe. Es ist nicht wirklich schönes Ergebnis jetzt und das auch nicht, wenn sich da der nächste verletzt hat. Und Son, Ausgleich, erstes Vereinstor für Exeter City. Heung-min Son, Leverkusen, Tottenham, die Stationen, die kenne ich von ihm. Tamaric, sehr gut gemacht. Williams. Und das gibt der Elfmeter, ja. Hätte ich mir jetzt gerade gesagt, wenn da kein Pfiff kommt, weiß ich auch nicht. Ludwig hat sich verletzt. Das heißt, er wird den Elfmeter nicht schießen, sondern Son. So schon. 1-2, Exeter. Drei verletzt. Unglaublich, unglaublich. Ja, sonst zweites Vereinstor. Gut. Baker angeschlagen. Kanier wird auch kommen. Wenn wir das aber ein bisschen umstellen, sondern so machen. So, los geht's hier. Gani jetzt am Spielfeld. Sicherlich. Schön wieder. Und Meier. Eins zu drei, Garnier.
unser Goalgetter und Assistgeber letzte Saison. Netzt hier wirklich gut ein. Rossi wird auch kommen jetzt noch in die Defensive mal ein bisschen mehr, also mehr den zentralen Part spielen. Gegner. Schön. Eins, drei. 10 Minuten noch zu spielen. Okay, zweites Spiel ganz gut jetzt, also bin ich schon viel mehr zufrieden als mit dem ersten. Klar, die Leute müssen sich einspielen, bis jetzt eigentlich alle gut überzeugt. Ich meine, Miazaga wird jetzt wahrscheinlich rausfallen, beziehungsweise gleich ausfallen. Abate ist auch ein bisschen unsicher noch auf dieser Position. Kramaric bin ich bis jetzt ein bisschen negativ eingestellt, denn wirklich was geleistet hat er jetzt noch nicht in den zwei Spielen. Man hat ein, zwei Chancen, aber keine richtig guten Bomberchancen, jetzt sag ich mal. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.